Basically von Entwickler.de. Hallo, ich bin in Berlin im Hauptstadtstudio, direkt an der Spree. Und bei mir ist Frank Puscher. Frank, hallo. Hi. Frank, du hast ein sehr interessantes Thema dieses Mal ausgepackt. Und zwar geht es um Social Proof. Ich mache Dinge, die andere tun, nicht, weil es eben die anderen tun. Erzähl uns ein bisschen was drüber. Ja, also das Beispiel, das du jetzt gerade genannt hast, das habe ich benutzt eben als Titel, um es mal zuzuspitzen. Social Proof ist die Grundidee, wenn du in eine Stadt kommst, die du nicht kennst, und da sind zwei Restaurants. Eins ist voll, eins ist leer. Wo gehst du rein? Wahrscheinlich ins Leere, weil ich Platz habe. So, das ist genau der Ansatz, den ich da auch gewählt habe. Normalerweise würde man tendenziell in das vollere Restaurant gehen, weil man das Gefühl hat, okay, die Locals wissen, dass das Essen besser ist, warum auch immer. Aber tatsächlich gibt es auch genau den Aspekt. Also es gibt auch Leute, die sagen, genau, das ist nicht meins. Ich distanziere mich davon. Und die Idee von Social Proof, die Grundidee, die einfache, banale Idee ist zu sagen, ich zeige den Leuten, dass möglichst viele andere Menschen vor ihnen das auch getan haben, dann werden die das schon auch tun. Und was ich zeigen will morgen in der Session ist, dass es ein bisschen differenzierter ist, also dass wir da ein bisschen komplexer denken oder auch fühlen vor allem. Es ist gar nicht so viel Denken, es ist gar nicht so kognitiv, sondern sehr emotional. Und das ist vielfältiger, vielschichtiger als nur wir folgen der Masse, die da irgendwo hinläuft. Okay, das heißt also diese klassische Celebrity-Werbung, dass ich mir irgendwo eine Berühmtheit hinstelle, die ich ganz toll finde und die verkauft dann mein Produkt, die zieht so nicht mehr immer? Nicht mehr immer ist der richtige Ansatz. Sie zieht bestimmt bis zum gewissen Grad. Also sie zieht auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf ein Produkt, weil ich an der Celebrity interessiert bin. Dann evaluiere ich aber, ob das Produkt was für mich ist. Spannender wird es dann, wenn ich eine Celebrity habe, die näher an mir dran ist, wo ich sage, wir sind fast Buddies, wir sind uns fast ähnlich. Da hinterfrage ich nämlich gar nicht mehr, ob das Produkt was für mich ist, denn ich denke dann, okay, wenn es was für ihn ist, ist es auch was für mich. Ganz einfaches Beispiel, wenn man heute auf YouTube guckt, die großen YouTuber, die ganz starken Influencer, die haben so einen starken Einfluss auf die Teenager in ihrem Verhalten, im Kaufverhalten und so weiter. Und die Teenager, wenn man sie befragt, werden immer sagen, das ist einer von uns. Der denkt genauso wie ich, der ist genauso einer wie wir, der ist genauso cool, der ist genauso wenig abgedriftet wie irgend so ein Marketer, der in seinem Glaspalast sich irgendwelche Kampagnen ausdenkt. Okay, heißt das für Marketing-Leute, dass man sich jetzt diese neuen Helden schaffen muss, dass man sich diese Celebrities aufbauen muss, um ein Produkt besser verkaufen zu können? Selber schaffen nicht. Selber schaffen ist ganz schwierig, weil alles, was aus der Firma rauskommt, erstmal mit Misstrauen beäugt wird. Der einfache Weg ist, die zu nehmen, die da sind und die sich alleine schaffen. Die entstehen jeden Tag neue, weil das eine extrem schnelllebige Szene ist. Was ich wahrnehme aber, wenn ich mit Marketern spreche, das werden wir morgen testen in einem Live-Test, ich werde eine Umfrage machen, die 5 größten YouTuber der Welt. Und ich garantiere dir, keine 10% vom Publikum haben den Namen jemals gehört. Und das ist aus Marketing-Sicht fatal, weil damit verliere ich einfach den Kontakt zu einer bestimmten Zielgruppe. Das sind Teenager in dem Fall, das ist nicht jedermanns Zielgruppe, aber für einen bestimmten Bereich auf jeden Fall. Und was wir jetzt sehen gerade in der Entwicklung, ist, dass es wächst. Das heißt, dass die Altersgruppen immer älter werden, die eben auch in YouTube als Follower agieren und große Kanäle schaffen, die ganz andere Themen machen, völlig seriöse Themen, Nachrichten, Wissenschaft und so weiter. Wenn ich das nicht verstehe, dass das Leute sind mit Reichweite, die mein Produkt auch pushen können, dann mache ich was falsch. Okay, Social Proof, da kommt mir als erstes in den Sinn Sternebewertung ja. Oder irgendwie so Bewertungsplattformen, wo ich mir dann Leute anschauen kann, okay, aus meinem Freundeskreis, der hat das so bewertet. Unter anderem auch Google, die Google-Suche, wenn da eben von meine Google-Plus-Kontakte angezeigt werden, hey, der findet den Link irgendwie spannend. Zählt das da mit rein? Das zählt da definitiv mit rein. Das ist die einfachste Form. Also das ganze Thema Bewertung und Sternebewertung und so weiter kennen wir. Hat Vor- und Nachteile. Es gibt zum Beispiel einen massiven Betrug im Bereich Bewertung. Das werde ich auch ein bisschen zeigen. Es springt aber ein Stück weit zu kurz. Entscheidend ist, dass die Bewertung mit einem Relevanztrigger geknüpft ist. Das heißt auch wiederum da, ich muss rausfinden, ob der Bewerter mir ähnlich ist in der Neigung, im Interesse. Beispiel, ich buche ein Hotel, bin Geschäftsreisender, habe Termine den ganzen Tag, gehe abends noch essen, dann ins Bett. Dann interessiert mich nicht, ob das Hotel eine Sauna oder sonst was hat. Die Familie oder den einzelnen Urlauber interessiert das sehr wohl. Und er wird deswegen seine Bewertung besser oder schlechter machen. Das ist eine Bewertung, die für mich irrelevant ist. Das ist, wenn man wirklich versucht, gezielt mit Bewertungen zu arbeiten, ist es sehr schwierig, diejenigen rauszufinden, die für einen selber direkt relevant sind. Mhm. Kamera, Digitalkamera, es gibt einfach Leute, die sagen, ja, ich mache Schnappschüsse und die sagen, die hat eine super geile Bildqualität. Stellst einen Profifotograf daneben und sagt, was ist denn das für ein Dreck? Ja? Mhm. So. Und jetzt kommen wir in die nächste Stufe, wo wir versuchen, genau das rauszufinden. Die Engines, die Software versucht zum Beispiel zu aggregieren. Versucht zu sagen, okay, der Durchschnitt der Menschen, die sich als Profi-Fotografen geoutet haben, sagen, die Kamera hat eine gute Bildqualität. Und dann sind wir näher an der Information, die dazu wirklich passt. Zum Thema Google.
an der Stelle und Freunde. Auch das ist sehr relativ zu bewerten. Das hat Levi's mal versucht. Die haben versucht, den Friends Jeans Store zu machen. Und da konntest du also tatsächlich deinen Jeans danach auswählen, welche Jeans dein Kumpel gekauft hat. Das Problem ist aber, dass wir im Urteil über unsere Freunde extrem differenziert sind. Wir haben zwar Freunde, aber deswegen trauen wir ihnen noch lange nicht Kompetenz in allen Segmenten zu. Also wir können den gleichen Kinogeschmack haben, wir können super befreundet sein, deswegen kann ich trotzdem sagen, die Jeans, die du anhast, ist scheiße. Also die will ich gar nicht. Also das ist zu banal runtergebrochen, um es überhaupt instrumentalisieren zu können. Und so funktioniert es nicht. Okay, das heißt aber, dass Facebook generell mit der Datenbasis, die Facebook sammelt, weil sie ja, weil wir sehr viel teilen, weil wir sehr viel sharen auf Facebook, weil wir sehr aktiv sind, da eine deutlich bessere Ausgangssituation hat? Eindeutig. Also das gilt allerdings für Google genauso, also vor allem auch im Mobilbereich und vor allem über das Thema Suche. Natürlich äußern die User auch ihr Interesse da an bestimmten Themen und das hilft natürlich in diesem Bereich auch wieder, aber es gibt überhaupt keine Frage, weil bei Facebook die Interessen sind selbst geäußert. Das heißt, ich bekenne mich zu einem Thema und daraus lassen sich natürlich Cluster bilden. Daraus lässt sich feststellen, okay, wer die 10 Filme gemocht hat, die du auch magst, der wird wahrscheinlich beim 11. auch nicht falsch liegen. Das könnte ein Tipp sein, der für dich relevant ist. Ganz genau, also überhaupt keine Frage. Abschließend, du sagst, das ist eher so dieser Einstieg quasi. Wie weit kann man das machen mit dem Social Proof? Also wie weit kann man das pervertieren? Also pervertieren kann man sehr weit, weil man kann natürlich erstens mal betrügen, wie ich sagte schon beim Thema Bewertung. Man kann das steigern wie in dem Friends Store von Levi's in den Bereich, wo es dann irrelevant wird. Und man kann natürlich den großen Fehler machen, dass man denkt, Masse wäre immer das entscheidende Kriterium. Das einfache Beispiel dafür ist ein Groupon-Gutschein. Wenn du eine, sagen wir, was würdest du machen? Nagelstudio, wenn du also den Gutschein für ein Nagelstudio kaufst und da steht drin, der wurde jetzt schon 1000 Mal verkauft in den letzten 24 Stunden. Was macht es mit dir? Sagst du erstens, ja, scheint ein guter Deal zu sein. Das ist schon mal abgehakt, das ist jetzt Social Proof Teil. Aber dann kommt der nächste Gedanke, schaffen die das überhaupt? Wie lange brauchen die dafür? Wann kriege ich da einen Termin? Die sind eh überfordert damit. Und dann schlägt es genau ins Gegenteil um. Dann wird aus der Masse an Käufern genau das Gegenteil, nämlich das wird abschreckend. Weil ich sage, ist nicht meins. Dagegen müsste ich aktiv arbeiten. Und das Zweite, was man tun kann, was auch ein Fehler wäre, die ganze Idee des Social Proof basiert auf der Idee des Neuromarketings. Das heißt, ich muss typologisieren. Es gibt Leute, die genau dagegen sind. Wenn nämlich viele Leute was machen, sagen ich mache das nicht. Ich habe in meinem Leben zum Beispiel noch nie ein iPhone besessen. Nicht, weil ich iPhone doof finde, sondern weil ich es doof finde, dass alle das cool finden. Ja, deswegen bin ich ewig Android und so weiter, weil ich mich eben davon distanziere, weil ich was anderes sein will. Und so solche Leute gibt es eben auch und die erwische ich mit Social Proof halt nicht. Frank, vielen Dank für diese spannenden Einsichten und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. War mir ein Vergnügen. Ich frage dich morgen ab, ob du dir alles gemerkt hast. Wunderbar. Ich hoffe, ich habe aufgepasst. Ciao. Ciao.